Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir hören uns heute den neuen Song von Avayon an, den habe ich noch gar nicht mitbekommen. Wir haben schon mal eine Reaction gemacht auf Love Again. Ich glaube aber irgendwie, die ist von meinem Kanal offline genommen worden. Ich habe keinen Plan. Ganz viele Videos, die ich gemacht habe, vermisse ich. Entweder ich hab's. Bruder. Und der nächste. Da waren es zwei Notarztwägen, also zwei Krankenwägen hintereinander mit Blaulicht. Lüll. Okay, also, Leute. Ja, ich habe keinen Plan. Manche Videos verschwinden, manche Videos finde ich nicht mehr. Das ist super, super strange. Zum Beispiel Mac ist hier und da habe ich auch eine Reaction gemacht. Die war online und ich finde die nicht mehr. Die ist nicht mal mein Privat. Es kann nicht sein, dass YouTube einfach irgendwelche Videos einfach komplett löscht, ohne mich zu benachrichtigen. Das ist super strange. Manche Videos verschwinden einfach von mir. Ich glaube, ich muss die aber jetzt irgendwie irgendwo speichern, ne? Keine Ahnung. Wobei das super viel Gigabyte frisst, ne? Selbst für eine Festplatte. Aber ich glaube, ab jetzt speichere ich meine Videos und lösche die nicht mehr danach nach dem Fertigsein. Also, wir hören uns diesen Song an. Ich habe keinen Plan, ob er online kommt. Bei Avayon ist rechtlich manchmal ein bisschen schwierig. Vielleicht werde ich aber dann was rausschneiden. Das habe ich letztes Mal eigentlich auch hinbekommen. Ich habe keinen Plan, in was für eine Richtung es geht. I don't know why. Klingt schon mal sehr emotional. Avayon ist ein krasser Typ. Macht. Ah, chill, okay, Hashtag chill. Macht sehr, sehr stimmungsvolle Musik. Let's go. Mit Gitarren, mit geilen Sounds. Ui. Boah, das erinnert mich direkt an Steven. Boah, der Beat. Smoke so thick it covers up feelings that I'm creeping up now. Boah, so schön. Alter. Love Again ist schon wieder einige Zeit her, ne? Schon wieder 3 Monate oder so. Digga, das gefällt mir sehr, sehr gut. Alter, die Stimme. Boah, Digga, ich feier ihn so. Also sag mal jetzt. Bro. Notarzt. Halb Nürnberg stirbt gerade einfach. Der nächste. Ich glaube, da war noch einer. Wir haben jetzt innerhalb der Aufnahme 4 Notarzt- bzw. Rettungswagen. Ey, okay. Das ist schon krass. Okay, let's go. Weiter. Diese Stimme, ey. Oh. Oh, shit. Mann, Mann, Mann. Ja, der Beat. Die Stimme. Boah, das ist richtig schmerzvoll gesungen. Oh, ich glaube, es kommt ein Beat Drop, Digga, bitte. Alter, was ist denn hier los, Mann? Jetzt hupen die auch noch rum, Alter. Ich glaube, Beat Drop, oder? Shit! Das ist wieder der gleiche Style wie bei Love Again. Digga, das ist so geil. Einfach einen ne schönen Satz und dazwischen diese Beat Drops, Digga, die ist so atmosphärisch wieder. Oh, er weint sogar da, Alter. Ja, ich verstehe es auch nicht. I don't know why, Digga. Das ist echt. Alter, das ist super emotional gerade. Dieses Why, wie er das betont, ist heftig. Das ist richtige Träumermusik und auch das Video, wie das leuchtet, das ist so geil. Dieser Beat, ey. Er produziert es ja auch selber. Dicker, war das eine geile Betonung. Wow. Leute, ich bin. Alter Schwede, Mann. Open,
I burn the bridges between our hearts, Dicker. The bridges between our hearts, I fall to fall. Honesty, honesty, it takes it out of me to say the truth will set you free. Dicker, das ist echt traurig irgendwie, ne? Also, ich meine, ich bin kurz vorm Weinen, das ist wirklich heftig. Boah, das ist echt sehr, sehr heftig. Alter. Der hat doch so ähnliche Haare wie ich übrigens. Boah, wie er weint, das ist so. Das berührt mich total, der Song. Ich glaube, einer der besten Songs 2021 bisher. Ich fand's schön. Ich fand's echt sehr schön. Hat mich sehr, sehr berührt, der Song. Wirklich. Der wird auf jeden Fall noch eine wichtige Rolle in meinem Leben einnehmen, glaube ich. Den finde ich super schön. Lasst Liebe da. Link ist in der Beschreibung. I'm so proud of this song. Hope you feel the vibes. Ja, Mann. Ja, Mann. Bruder, das ist zu heftig. Er ist ja Deutsch, beziehungsweise kann Deutsch. Zu heftig, ja. Es ist, keine Ahnung, was soll ich denn sagen? Okay, Leute, das war's. Ciao.